Meine liebe Online-Klasse, herzlich willkommen zu unserer Lektion Nummer 5. Heute ist ein ganz besonderes Video für dich. Heute musst du ganz, ganz aktiv werden. Ich habe überhaupt keine Folien für dich vorbereitet. Ich möchte, dass du jetzt dich aktivierst und ganz aktiv werdest. Dieses Video ist sehr wichtig, weil am Ende von diesem Video erkläre ich dir, wie es mit unserem B2 Online-Kurs weitergeht. Also, und zu diesem Thema, was wir heute behandeln, habe ich eine super tolle Hausaufgabe für dich entwickelt, wie ich dich prüfen und wie ich dich bewerten kann. Also nutze deine Chance und sei bitte aktiv. Heute geht es um die Prüfungsvorbereitung. Unsere Prüfung ist TELC Deutsch B2. So. Zu einem Deutschkurs gehört natürlich auch Prüfungsvorbereitung und wir werden uns heute auf die mündliche Prüfung vorbereiten. Wenn du Probleme bei der mündlichen Prüfung hast, habe ich ganz, ganz viele Videos schon gedreht zum Thema mündliche Prüfung. Die sind alle in der Playlist Mündliche Prüfung B2. Alle Videos über Briefe für B2 sind in der Playlist Briefe für B2. Und alle Tipps von mir als TELC-Prüferin findest du in der Playlist Tipps und Tricks Niveau B2. Und unsere Lektionen von unserem Kurs findest du auch in der Playlist B2 Deutsch Online-Kurs. Gut, so, nun kommen wir zu der Prüfungsvorbereitung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen: Präsentation, Diskussion und Problemlösung. Und für Diskussion und also für alle drei Teile hast du Zeit, sich vorzubereiten, 20 Minuten. Wir beschäftigen uns heute nur mit der Diskussion. So, das ist nämlich für manche ein schwieriger Teil der Prüfung. Man bekommt einen Artikel. Man sollte den Artikel lesen, verstehen und danach über diesen Artikel diskutieren mit seinem Partner. Ich habe für euch einen Artikel vorbereitet. Diesen Artikel findest du in der Videobeschreibung. Wie immer verlinke ich für dich alle Informationen in der Videobeschreibung. Dieser Artikel ist sehr, sehr groß. Deswegen werde ich dir nur ein Teil von dem Artikel verlinken, damit es nicht zu viel für dich wird. Und ich möchte dir aber jetzt schon erzählen, um was es geht, damit du ein bisschen was verstehst. Und zwar, Herr Armbruster, Markus Armbruster, hat eine Firma gegründet mit seinem Partner. Die Firma heißt Pictomind, ja. Und diese Firma bietet für große Firmen in Deutschland Weiterbildungen, Teambuildings, verschiedene Coach-Programme, wo sie in die Firma reinkommen und die ganze Firma, wo der ganzen Firma Kurse geben, Workshops geben zum Thema Kommunikation, Beziehungen, soziale Beziehungen in der Firma, und so weiter. So, und diese Firma ist sehr erfolgreich geworden und jetzt im Moment ist die Krise, alle sitzen daheim und viele arbeiten online, so wie du gerade. Und hier ist ein Interview vom Herrn Armbruster und er wird gefragt, wie findet er jetzt das, dass er seine Workshops online gibt. Er hat jetzt nicht mehr den Kontakt zu den Menschen, sondern er muss seine Workshops online machen. Also nicht online, wie wir jetzt gerade machen, sondern alle Menschen sitzen und schauen zu. Vielleicht machst du gerade jetzt so ein virtuelles Klassenzimmer mit deiner Lehrerin. So ungefähr macht er das auch. Das Problem ist nur, dass im Präsenz
Unterricht, in seinem Präsenzworkshop hat er auch Gruppenarbeit und Teamarbeit und Einzelarbeit und kreative Aufgaben, wo vielleicht Menschen Plakate erstellen sollen und die können gar nicht miteinander Plakate malen, denke ich oder dachte ich mir. Und in diesem Artikel geht es um die Vorteile und Nachteile von Präsenzunterricht und von Online-Unterricht und so weiter. Das ist gerade ganz, ganz in, wenn man darüber diskutiert, ja, weil wir jetzt sofort auf Online umgestiegen sind, ja. Und dieses Thema wird bestimmt irgendwann in der Prüfung vorkommen, weil das jetzt unser Leben geworden ist. Online lernen, online arbeiten, Homeoffice machen und online Weiterbildungen machen. So, in diesem Artikel ist eine wunderschöne, leichte Sprache. Du wirst das sehr gut verstehen. Was macht man in der Prüfung? Man liest den Text, man schreibt das Thema und man schreibt Vorteile und Nachteile von der Sache. Und danach meine Meinung zu diesem Thema. Also ich möchte, so, ich möchte, dass du den Artikel liest, dir Notizen machst, also hier kommen nur Stichpunkte, hier kommen nur Stichpunkte, und dann einen kleinen Vortrag vorbereitest zu diesem Thema, zum Artikel, ja? Das wird ein kleiner Vortrag sein. Und diesen Vortrag als Sprechen, also als eine Sprachnachricht, darfst du an mich schicken. Achtung, die Sprachnachricht sollte nicht länger als eine Minute sein, ja? Und dann kannst du sofort loslegen mit dem Thema. Du musst da nicht so lange rumsagen, vielen Dank und so weiter. Ich verstehe es schon selbst. Also du beginnst sofort mit deinem Thema. Und dann nennst du Vorteile, Nachteile und dann sagst du mir deine Meinung. So, diese Sprachnachricht lässt du mir auf meinem Konto. Ich habe vier Kontos. Ich habe Facebook-Account, Instagram-Account für russisch sprechende Одноклассники und ВКонтакте-Account. Und überall kann man eine Sprachnachricht hinterlassen. Und ich hoffe, dass du auch Facebook-Konto hast und von dort aus darf man nur eine minütige Sprachnachricht hinterlassen. So, wenn du aber sagst, ich will keine Nachricht hinterlassen, dann darfst du mir gerne deinen Vortrag per E-Mail schicken. So wie immer als Hausaufgabe schreibst du mir deine Meinung einfach, also deinen Vortrag per E-Mail und ich korrigiere dann deine schriftliche Arbeit. So, was wollte ich noch sagen? Genau. Ich wollte noch sagen, dass du bei deiner Meinung oder überhaupt bei diesem Vortrag, bei dieser Diskussion Redemittel benutzt, die wir in der Lektion 2 schon gelernt haben. Ich bin der Meinung, dass und ich bin der Auffassung, dass. Also, dass du diese Redemittel, die wir schon in der Lektion 2 gelernt haben, aktiv anwendest. Aktiv heißt sprechen, schreiben. Das macht deinen Vortrag so gut, dass es sofort auf dem Niveau B1 springen wird. Und das ist sehr wichtig. So, mit diesem Teil bin ich fertig. Nun kommen wir zum nächsten Teil. Liebe Online-Klasse, meine liebe Online-Studentin und mein lieber Online-Student, wir haben es geschafft, fünf Lektionen mit kleinen Häppchen durchgearbeitet, E-Mails geschrieben, gesprochen und gemacht.
Und jetzt ist es sehr wichtig, dass du das nicht aufhörst. Du hörst bitte nicht auf, Deutsch weiterzulernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass du deine Prüfung endlich schaffst, deine B2-Prüfung. Und ich als TELC-Prüferin und Sprachdozentin möchte dich auf diesem Wege begleiten. Ich mache weiterhin meine Videos auf dem Niveau B2, meine kleinen Lektionen mit viel Hausaufgaben für dich. Und ich werde das weiterhin deine Hausaufgaben gerne korrigieren und dir Feedback geben. Das ist sehr wichtig, dass du Feedback bekommst, damit du weißt, wo du gerade stehst und wohin du dich weiterentwickeln solltest. So, möchtest du mit mir weiter Deutsch lernen und sie dich weiter verbessern? Möchtest du deine Grammatik verbessern, deine Sprache verbessern? Das kannst du alles mit mir tun. In der Videobeschreibung lasse ich die Information, wie wir weiter mit unserem B2-Online-Kurs machen. Und ich freue mich sehr auf viele, viele Nachfragen, viele E-Mails von euch. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.